Aha. Genau. Bisschen spät, findest du nicht? In 3 Wochen feiert sie die Profess. Und das werde ich nicht zulassen. Niemals. Hätte sich mehr um sie gekümmert, dann täte sie uns jetzt nicht ins Kloster abhauen. Andreas, die meint's bitter ernst. Ich mein's auch bitter ernst. Ich überlasse da meine Tochter nicht einfach so kampflos unseren Herrgott. Nix da. Also da müssen halt schon andere daherkommen. Und was willst du unternehmen? Ich habe mich eingemietet, da drüben in dem Seminarhaus. Stille Tage zur Besinnung und Einkehr. Inkognito, verstehst? Heute bist du wann? Und du bist auch um einiges interessanter geworden. Für die gehobene Kosmetikindustrie. Jetzt weiß ich's wieder. Was? Warum ich mich damals von dir hab scheiden lassen. Aber die Ohrringel von mir tragst du noch gern, hä? So, habt ihr euch schon bekannt gemacht, ja? Das ist die Wirtin, es geht schon. Das ist die Wirtin von unserem Klosterstüberl nebenan. Unsere liebe Frau Daniela. Sie kümmert sich seit Jahren um unser leibliches Wohl. Aha, schau an, sehr erfreut. Und das ist der Herr? Reitmeier. Hm? Aber ihr könnt's gern Andreas zu mir sagen oder Nullerber, Anderl. Ein Zimmer habe ich bereits bezogen, alles bestens. Er ist mit uns im Refektorium, da müssen wir für einen einzigen Gast das Seminarhaus nicht extra heizen, gell? Was gibt's denn gut heute Mittag, Frau Daniela? Schweinsbrandknödel und Sauerkraut. Mmh. Also, Herr Anderl, 6 Uhr aufstehen. 6.30 Uhr gemeinsames Morgengebet in der Klosterkirche. Die Gebetstexte gibt ja noch die Schwester Scholastica. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. 3-mal hintereinander. Ja, ist schon recht. Dann Demutsübungen und dann wird gearbeitet. Wollen Sie einen Schluck? Was jetzt schon? Die Schwester Scholastica kümmert sich um unser Federvieh, unsere Waldschweine. Und die Verwaltung von unserem Klosterholz. Bah! Oh, ist das kreislig. Bitte? Entschuldigung, aber den Plempe, den kannst du beim besten Willen nicht saufen. Ich hingegen, Herr Andreas, ich bin zuständig für das Bierbrauen. Ich kümmere mich darum, dass der Gerstensaft sprudelt und dass meine Mitschwestern und unsere lieben Seminargäste nicht auf dem Trockenen sitzen. Aha. Ja, bei uns gibt's mit Ausnahme vom Frühstück zu jeder Mahlzeit Bier. Okay. Das müssen wir jeden Tag trinken, seit Jahren. Da kennt sie kein Erbarmen. Bin gleich wieder da. Und als erste Demutsübung können Sie jetzt gleich mal einen Kreuzgang putzen. Vielleicht schmeckt Ihnen da mal Bier besser. Also bei dem Bier kannst du einen ganzen Vatikan rauswischen, das bringt nichts. Papa? Keine Sorge, mein Engel, ich hol dich da raus. So,
das sind die Gebetstexte. Ja, und das ist unsere Novizin, die Schwester Gloria. Sie ist in der Vorbereitung fürs Ordensgelübde. Ja, in 3 Wochen ist es soweit. Sie ist unsere Retterin und gibt unserem unterbesetzten Orden einen Schimmer Hoffnung auf Zukunft. Ja, ohne sie war es ganz aus. Und dank ihrer sind wir jetzt sogar im Internet präsent, gell? Ja, wir haben sogar eine eigene E-Mail-Adresse. Ja, ist schon recht. Wissen Sie, unser Kloster soll nämlich auf Weisung des Vatikans aufgelöst werden. Okay. Ja, mei, wir werden aber weniger. Es gibt eine Anzahlregelung. Und wenn uns die Schwester Scholastica auch noch wegstirbt, sind wir ohne die Gloria komplett aufgeschmissen. Dann werden sie ein Wellness-Center herbauen. Aber wieso? Das ist doch auch was Schönes. Ja, aber wir ziehen nicht aus. Nicht? Na, zu zweit sind sie nun. In 3 Wochen nach meiner Profess sind wir sogar zu dritt. Und das reicht dann auch. Schließlich hat Jesus Christus gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Okay, das hat er gesagt. Und wenn Jesus Christus das sagt, wie wenig gilt dann das Wort eines Bischofs? Wir verlassen das Kloster nur im Sarg. Dem Bischof hat unser Bier auch nicht geschmeckt. Aber probieren Sie mal Ihren Whisky, der ist gut. Du, die meint das ernst, die meint das wirklich ernst. Wundert dich das bei dem Beispiel, das wir in unserer dürftigen Ehe abgegeben haben? Gell, was redest du? So schlimm konnte es gar nicht gewesen sein, dass sie jetzt da bei deinen zerrupften Pinguine Unterschlupf suchen muss. Allein doch. Da haben wir es wieder. Was? Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Ja. Wir haben halt eher mehr telefoniert. 2-mal im Jahr. Ich habe sie mit Geschenken überhäuft. Förmlich zugeschissen habe ich es. Ich habe ihr die besten Hotelfachschulen finanziert. Alle Wünsche habe ich ihr von den Augen abgelesen. Alle. Und sogar eigene Eigentumswohnung habe ich gekauft. Im teuersten Stadtteil von München. Aber wann hast du jemals zusammen mit uns Weihnachten gefeiert oder ihren Geburtstag? Für dich waren wir doch nur ein lästiges Hintergrundrauschen. Keine Ausflüge hat es gegeben. Kein gemeinsames Wochenende. Kein Familienurlaub. Nix. Ich bin ein 3-Sterne-Koch. Bei mir in Schwabing verkehren die feinsten Gaumen. Das ist Leistungssport. Ich stehe jeden Tag unter Hochdruck. Meine Arbeitszeiten sind brutal. Weißt du, wie viele Tabletten dass ich jeden Tag frisst, dass ich diesen Wahnsinn überhaupt durchstehe? In meinem Mom hat er schon gar nichts anderes mehr Platz. Und einen Blutdruck habe ich wie ein Kreiselpumpen. So. Und du packst jetzt sofort deinen Koffer und kommst mit mir zurück nach München. Und zwar auf der Stelle. Papa, was redst du? Du und der Klosterschwester ist ja wohl der größte Witz, seit der Caligula sein Gaul zum Konsul ernannt hat. Andreas! Ja, stimmt's nicht! Ich muss jetzt den Altar schmücken, sorry. Nix Altar schmücken, nix sorry. Du kommst jetzt mit und zwar auf der Stelle. Ganz bestimmt nicht. Ich versprich dir alles, was du willst. Und ich werde mir in Zukunft auch ganz, ganz bestimmt viel mehr Zeit für dich nehmen. Großes Ehrenwort. Mein Engel, ich werde dir so ein schönes Leben bieten. Ich hab hier ein schönes Leben, Papa. So schön wie noch nie. Ja, aber doch nicht da heraus bei den spirituellen Hochleistungstrutschen. Doch, genau da. Ja, aber... Das gibt's doch nicht. Du warst doch immer so ein lebenslustiges, sinnesfrohes Geschöpf. Und auf deinen Männerverschleiß, mehr hätte ich gar nicht näher eingehen. Gelitten habe ich jetzt mal wie ein Schwein, wenn es wieder so einen Glätzen dahergebracht hat. Aber sowas kann man doch nicht einfach so aufgeben. Alea iacta est. Was ist los? Das ist Latein, Papa, und das heißt, die Würfel sind gefallen. Nein, die sind noch lange nicht gefallen. Doch, für mich schon. Für mich gibt es nur noch einen. Wen? Mama, bitte erklärst du ja, mir checkt's einfach nicht. Kind, ich check's doch auch nicht. Schuld bist du. Ja, aber schon wirklich nicht. Von wem hat's denn den Krampf? Hättest du damals nicht diese sautappige Klosterwirtschaft übernommen, dann weiß ich, mit denen ich da drin überhaupt nicht in Berührung gekommen. Wäre sie in einer intakten Familie aufgewachsen, dann hätte man mir jetzt statt Klosterschwestern Enkelkinder. Eins lustiger als andere. Mein Gott. Wie gern war ich Oma geworden. Das ist dein Genmaterial, das jetzt da bei ihr durchschlagt. Einzig und allein deine Erbanlagen. Was für Erbanlagen?
Du lagerst doch deine Emotionen schon seit Jahren im Gefrierschrank. Was tue ich? Deine Kühle, deine Unnahbarkeit und deine Brüderie, das hat sich doch jetzt, wenn es da heraus war, von dir abgeschaut. Von mir bestimmt nicht. Servus, Mausi. Was gibt's denn heute zum Essen? Nachspeis habe ich dabei. 10 cm unterm Bauchnabel. Schweinsbrandmädel und Sauerkraut. Wunderbar. Das gibt's der Schwester Scholastika für die Abrechnung, sei so gut. Wer ist denn er? Oh, ein Seminargast. Stille Tage zur Besinnung und Einkehr. Ein paar Wochen Heilfasten nach Buchinger war für den Moni gescheiter. Was ist denn er für ein Dorgauf? Das ist mein Pauli. Dein Pauli? Seit wann bitte hast du einen Pauli? Metzgermeister aus Leidenschaft. Hochsensibel. Verstehst? Er hat die Klostermetzgerei gepachtet. Gemma. Wow! Da sind Sie, Chef. Warum gehen denn Sie nicht an Ihr Telefon? Chef, Problem. Sie müssen sofort kommen. Die Staatskanzlei hat sich angemeldet. Die haben unser Restaurant gebucht, der komplette Inner Circle. Der Söder will wieder seinen Stammplatz mit Blick auf die Feldherrnhalle. Was kochen wir? Sagst du den Söder ein schöner Grüß, er soll sich von mir aus ein Butterbrezen schmieren. Mit Verlaub, Chef, Sie schauen für einen nicht gut aus. Ich verlasse dieses Kloster nur zusammen mit meiner Tochter. Was ist die auch da? Ja, leider, die ist bigottisch übergeschnappt. Die Gloria, bigottisch. Ich will in den Orden eintreten. Heferig. Aber ich werde hier Quartier beziehen. Da, Herrin, es ist ab sofort mein Headquarter. Und ich rühre mich keinen Millimeter mehr weg ohne meine Gloria. Aha, und was machen wir jetzt mit der Staatskanzlei? Das Wichtigste ist jetzt die Rettung von meinem Kind. Selbst auf die Gefahr hin, dass mein Geschäft in Minge ein bisschen drunter leidet. Und jetzt schleichst du. Gummibärli, grüß dich. Ja, Max, servus. Wie schaust denn du aus? Ja, fest, siehst du. Du, vom Habit bis zur Unterwäsche, alles von unserem Nonnenschneider. Der beliefert allein 80 Orden. Und Jeans und High Heels hast mir besser gefallen. Ja, schlicht, aber dafür weltweit im Einsatz. So. Die Wimpern hättest du schon ein bisschen tuschen können, oder? Hätte der Herrgott nichts dagegen, meine ich. Also. Grüß Gott. Ich gehöre zu dem. Gut. Du, sag einmal. Hast du mal was gehabt mit dir? Was hast du schon gehabt? Zwider war es mir nie, ganz im Gegenteil. Sie war ja meine erste Liebe. Fast meine erste Liebe. Aha, erste Liebe. Und meinst du nicht, dass man das wieder ein bisschen auffrischen kann, dass sie da wieder was zusammenschiebt zwischen euch? Chef, ich glaube, das hätte wenig Sinn. Ja, wieso denn nicht? An einer ersten Liebe bleibt immer was haften. Lass dir was einfallen, Blumen, Restaurantbesuche. Tanzen tut's gern. Also wie der Teufel. Da, wenn einer gescheit tanzen kann, hat er schon gewonnen. Du kannst doch tanzen. Ja, ja, aber einwandfrei. Ja, dann erwarte ich von dir, dass du was überlegst. Und zwar zügig. Chef, ich muss. Und jetzt schleichst du. Wiederschauen, die Damen. Himbeeräuglein. Jemand aus Ihrer Vergangenheit, hoffe ich? Ja, ja, Schwester Maria, aber das ist alles schon verjährt, schon ewig. Oh, das war aber eine kleine Nachspeise. Wir sind noch lange nicht fertig. Das ist übrigens die Abrechnung von der Metzgerei. Legst du her, gell? 4 Teller. Der Herr isst mit. Und er darf auch gerne das Tischgebet sprechen.
Also, Herr Anderl, bitte. Nein, Entschuldigung, aber da muss ich sagen, bin ich jetzt also direkt fast, da die sagen, ein bisschen überfordert. Sie sind doch katholisch? Ja, also ich bin, also vielmehr, ich war eher so ein Kurzzeitchrist. Ja, soll ich? Ich habe nämlich einen Hunger. Sie werden doch sicher ein Tischgebet kennen. Ja, halt nur eins von meiner Tochter, wie es noch klein war. Ja. Hm? Für Spaghetti lang und schlank sag ich meinem Schöpfer Dank, ebenso für die famose leckere Tomatensoße. Mahlzeit. Also respektive Amen. Gut. Wollen Sie uns nicht ein bisschen was von sich erzählen, damit wir Sie besser kennenlernen? Ich zum Beispiel. Ich war Missionsschwester in Tansania. Mein altes Missionsmotorrad steht alle noch unten im Klostermuseum, gleich neben dem Zebrakopf und der ausgestopften Krokodilgruppe. Eine Indien, Baujahr 1915. Die ist total geil. Ja. Entschuldigung. Der letzte TÜV ist 1978 abgelaufen. Ja. Drei Gänse haben wir damals für den Stempel hingelegt. Aber jetzt soll doch erst einmal unser Gast. Na, wieso denn? Das ist doch interessant. In Tansania waren Sie also auch. Bei den ganzen wilden, gefährlichen Tieren. Ich habe sogar eine Riesenschlange mit Gottes Hilfe von ihrer schweren Lungenentzündung befreit. Wie haben Sie das gemacht? Die haben doch bestimmt eine ganz lange Lunge. Ja, mit Spritzen und täglichen Kamillenteebädern in unserem Missionswaschkessel. Respekt. Der liebe Gott hat mich immer beschützt, sogar bei der Großwildjagd. Großwildjagd, das Klosterschwester. Ja, da haben wir unseren Operationssaal finanziert. Ich habe sogar selber geschossen. Bis dann der Jimmy gekommen ist und unbedingt die Serengeti retten wollte. Und jetzt sitzen wir da und sind kurz vor der Pleite und müssen aus dem Kloster raus, wenn nicht ein Wunder geschieht. Okay, so schlecht schaut's bei euch aus. Unsere Gäste und Seminarteilnehmer werden von Jahr zu Jahr weniger. Der Bierumsatz trägt kaum die Herstellungskosten. Seit 3 Jahren verschwindet unser Brennholz immer wieder auf wundersame Weise. Ich frage mich, wie wir durch den Winter kommen sollen. Ja, und das Fleisch von unseren Waldschweinen wirft auch fast nichts mehr ab. Schmecken tun's auch nicht mehr so gut wie früher. Mhm. Keiner weiß warum. Bei uns schmeckt nur noch der Whisky und der Eierlikör. Und mein Bier! Was? Das soll ein Waldschwein sein? Ja! Die leben völlig frei und dürfen von klein auf in unserem wunderbaren klostereigenen Waldboden wühlen und nach Futter suchen. Gell, früher waren die unsere Delikatesse. Mit denen haben wir einen riesen Umsatz gemacht. Das sind nie und nimmer sind das Waldschweine. Der Schweinsbrunnen schmeckt ja total wässrig und langweilig. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und weil wir gerade dabei sind, euer Bierherrschaften, das kostet schon 3 Männer zaufen. Da wird es ja logisch mit euren Schuppen bald pleite gehen. Aber wunderbar, mir soll es recht sein, so groß hier recht. Papa! Papa? Jetzt ist es heraußen. Wieso Papa? Weil das ist. Das ist mein Papa. Der berühmte Sternekoch Andreas Reitmeier. Ein ambitionierter Gastronom und ein Wirtschaftsgenie, der mit sturem Tunnelblick sein Leben lang nur für den Erfolg lebt und der, egal wo er hingelangt, jedes Geschäft zum Blühen bringt. Dem seine Empathie und Mitmenschlichkeit dabei völlig abhanden gekommen sind. Darf ich vorstellen? Der Leibkoch der Stars, Politiker, Banker und Schickimickis, mein geschiedener Herr Gemahl. Prost! Du hast auch schon mal besser gekocht. Deine Gnädel waren früher wesentlich fluffiger, wesentlich. Und wieso hat er sich da bei uns so eingeschlichen? Seit ich auf der Welt bin, war immer schon, dass ich einen Koch heirate und damals seinen Betrieb übernehme. Und dieses Ziel,
Das verfolgt er immer noch. Ich hab mir gleich gedacht, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Und schon bei seinem ersten Schluck Bier habe ich mir das gedacht. Und was versprechen Sie sich von diesen verdeckten Ermittlungen? Ich habe nicht jahrelang Unsummen in die Ausbildung meiner Tochter investiert, dass sie jetzt 5-mal am Tag mit so einem zölibatären Restposten Himmelshühner zum Betten geht. Dafür habe ich sie nicht auf die Welt gebracht. Er, aha. Und je schneller ihr pleite geht's, umso eher kriege ich meine Tochter zurück. Weil die passt nämlich überall hin. Bloß nicht in ein Kloster. Der Jesus, der tat sich im Grab umdrehen, wenn er nicht scharf verstanden war. Schwester Gloria, was denkst du darüber? Bist du dir ganz sicher, dass du nicht zurück willst in dein damaliges bürgerliches Leben? Ja, natürlich. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich auf Gott gestoßen bin. Der ist mein Schützen, die Burg. Ich hab da drinnen in dem Kloster zum ersten Mal in meinem ganzen Leben Geborgenheit gespürt. Und ich weiß, dass da drinnen mein Platz ist. Brav. Du darfst aber nicht immer alles glauben, was du weißt. Über kurz oder lang wird's euch bei dieser brüchigen Geschäftslage sowieso der Bresel. Und dann, mein liebes Kind, kommst du heim zu deinem Papa und alles wird wieder ganz, ganz wunderbar. Salatsauce war übrigens gut. Erste Sahne, also fast wie früher. Sollte es dieses Kloster, wie Sie so schön sagen, der Breseln, es also tatsächlich zu einer Auflösung kommen. Dann? Dann werden wir drei Schwestern in eine unserer ebenfalls stark unterbesetzten Missionsstationen nach Afrika versetzt. Was? Ja, oder nach Südkorea oder nach Papua-Neuguinea. In Papua-Neuguinea habe ich meinen Pilotenschein gemacht. Weil der Bischof nicht alle so lang hinten drauf auf dem Motorrad sitzen wollte. Da ist ja alles so weit auseinander. Auf jeden Fall ist das alles sehr weit weg von München, von Bayern, von Deutschland, von Europa und vor allen Dingen von Mama und Papa. Aber was tätst du in Papua-Neuguinea oder in Südkorea? Der Katholik ist überall daheim. Wenn du da mal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Aber du darfst doch nie so weit weggehen von mir, das darfst du doch nicht. Doch. Doch, glaube ich nicht. Papa, jeder, der sich zu einem Leben im Kloster entschließt, so wie ich, der ist sich bewusst, dass er Familie, Freunde, Heimat und Beruf hinter sich lassen muss. Und zwar für immer. Mir auch. Ja. Die auch, Papa. Geh mal beten. Euch geht's doch alle bloß da drum, dass ihr am jüngsten Tag bei ihm da drum eine Pole Position habt. Und Ihnen lege ich jetzt die umgehende Rückreise nach München nahe. Da können Sie in aller Ruhe Ihre Bonzen bekochen. Sie haben hier ab sofort Hausverbot. Gelobt sei Jesus Christus. Zweihundert Paar Schuhe hat sie daheim. Dann möchte sie ins Kloster. So. Und du möchtest also mein Schwiegersohn werden. Da kann ich dich nur warnen, weil mit all ihren großen Lieben hat sie sich spätestens nach 3 Wochen auseinandergelebt. Warum musste das ausgerechnet mein Mädel sein? Es
Also, der ist ja wirklich gut. Kannst du mein Kind überhaupt ernähren? Dieses verzogene Hascherl. Kannst du das? Ja, ich weiß schon, Kirche hat er Geld, aber da herin, das siehst du selber, da geht über kurz oder lang sowieso alles am Bach runter. Und dann? Was dann? Afrika, Südkorea, Papua-Neuguinea. Glaub mir's, das halte ich nicht aus. Mein einziges Kind. Verstehst du das nicht? Ihr versteht's nicht. Wenigstens ein bisschen. Herr Anderl, die Schwester Maria hätte vielleicht was für Sie. Und was? Wir haben noch einmal über alles nachgedacht. Sie werden mit all Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen unseren Klosterbetrieb wieder auf Vordermann bringen und in die schwarzen Zahlen. Ja, freilich. Dafür dürfen Sie hier bei uns und bei Ihrer Tochter bleiben, solange es die Lage erfordert. Was? Da sind die Unterlagen von den letzten Jahren. Sie haben Zutritt zu allen Stallungen und Betrieben, zu unseren Waldschweinen und zu meiner Brauerei. Ihre Tochter hat gesagt, Sie sind mit allen Wassern gewaschen und Sie werden unser Kloster retten. Aber glauben Sie ja nicht, dass Sie unsere Gloria von Ihrem Weg abbringen können. Hoppala, Entschuldigung. Und wenn doch? Wenn der liebe Gott im Spiel ist, Herr Anderl, funktionieren keine logischen Berechnungen. Da gibt es ein Bauchgefühl und den Kopf. Und am Ende entscheidet das Herz. Es ist nicht leicht, ins Kloster einzutreten, aber es ist wunderschön. Und es ist eine Herausforderung. Und Ihre Tochter, das war sie, wird diese Herausforderung meistern. Also Kampf mit offenem Visier. Kampf mit offenem Visier. Aber die Demutsübung bleibt. Danke. Eine Ihrer ersten Aufgaben wird sein, mein Klosterbier in Ihrem Drei-Sterne-Lokal Ihren illustren Gästen anzubieten. Was wird die? Sie werden mein Klosterbier auf Ihre Karte setzen. Auf meine Karte? Auf Ihre Karte. Diesen Plempe? Diesen Plempe. Ach du lieber Gott. Nicht so viel Schwarzpulver, nein, du Schwester Scholastiker. Da kannst du eine ganze Elefantenherde ausrotten. Ja, wir müssen nicht sparen. Im Missionsmuseum drin stehen noch 7 Dosen und sowas hält sich über Jahrhunderte. Ja, aber ich will kein Haus in die Luft springen, ich will lediglich die Ganoven auf die Schliche kommen, die euch Jahre und Tag ins Brennholz dahin. Meinen Sie wirklich, damit klappt's? Also, wenn einer mit dem Holz eine Feier macht, den zerreißt sein Ofen dermaßen, dass man es kilometerweit krachen hört. Also, je länger ich drüber nachdenke, christlich ist das nicht. Aber wirksam. Ah, und du bringst das klein aus in euer Holzlager und tust das schön aufrichten. Aber so, dass man die Bohrlöcher nicht sieht. Ja? Was für Bohrlöcher? Was macht's denn ihr da? Nicht, liebe Mitschwestern, tu, was der Papa sagt. Das ist ja Schwarzpulver. Naja, in Wasser aufgelöst hilft es auch gegen Halsschmerzen, Wechselfieber und noch ein paar andere Krankheiten. Also zumindest in Tansania. Damit habe ich seinerzeit in der ostafrikanischen Savanne den Häuptling Lumumba III. Von seiner chronischen Verstopfung geheilt. Jetzt hol ich mal. Dafür hat er mir 2 Tüpfelhyänen geschenkt. Und was macht dann dieses Schwarzpulver in die Holzscheide drin? Also mit der ihrem Gehorsam, meine ich, ist noch nicht so weit her. Da müsst ihr sauber hier arbeiten. Aber damit hat sie ja immer schon ein Problem gehabt, gell? Also aufladen und dann Abmarsch. Du, ich hab übrigens recherchiert.
Du kannst jederzeit den Schleier schmeißen, auch nach der Profess. Es geht ganz locker. Also gegen die Scheidung von deiner Mama und mir ist das direkt ein Klacks. Papa, jetzt erklär's mir halt endlich. Ich bleibe, ich geh doch nicht mehr weg. Du, das Ordensleben ist das beste Leben, was es für mich gibt. Ja, genau. Hähnersteuer ausmisten und das Gstinger, das Sudhausfeucht rauswischen. Super. Gott trägt mich durch alle Höhen und Tiefen. 50 Ordensleute treten jedes Jahr aus ihren Orden aus. 50 Stück, Tendenz steigend. Stimmt's? 2/3 davon Männer. Servus, Nougat-Händel. Kann ich dir irgendwas helfen? Max, mein Name ist Schwester Gloria. Ja, ja, das wird schon wieder. Kim, ab. Geht's? Chef, Problem. Der Söder lässt ausrichten, er isst keine Butterbrezen. Für das sagt er, hätte er nicht Ministerpräsident werden müssen. Ja und? Er will sich und seine StaatsministerInnen niemals von einem Stellvertreter bekochen lassen. Ja, meiner hat halt Pech gehabt. Am Aiwanger war das wurscht, sagt er, der war mit einem halberten Händel zufrieden. Solange meine Aufgabe hier nicht erfüllt ist, bringt mich keiner von denen von da weg. Und wenn die Herrschaften unbedingt von mir bekocht werden wollen, dann sollen sie halt ins Kloster kommen. So. Und jetzt probierst du einmal das Bier. Und was fällt dir dazu ein? Bein. So, oder? Und zur Gloria, was ist dir zur Gloria eingefallen? Ach, Chef, ah, das ist ganz, ganz schwierig. Wieso schwierig? Das ist doch eine Riesenpartie für einen jeden Mann. Eine Klosterschwester. So. So. Die Tragel dürfen Sie gleich mitnehmen und der Fassel habe ich Ihnen auch schon zum Auto geholt. Was soll ich da damit? Verkaufen hat ja der Chef noch nichts gesagt. Verkaufen? Das Zeug? An wen denn bitte? An die Gäste in seinem Sternelokal. Chef, Problem. Da ist die Rechnung. Das sauft uns doch kein Mensch. Jetzt mach einfach das, was die Schwester Maria sagt. Einladen und ab. Auf geht's, gehen wir? Er meint's nicht so. Bitte sehr. Demutsübung. Gut. Wie kommst du dazu, dass du meine Speisekarte umschreibst? Kannst du mir das bitte erklären? Logisch. Und zwar? Ich weiß, was du kannst und ich weiß, was du nicht kannst. Und das, was da drin steht, das kannst du. Und zwar fast hervorragend. Damit kommen auch deine Gäste wieder, wirst sehen. Du wirst ja doch von dem windigen Meister Eder da nicht in deine Speiskarten einregieren lassen. Und das, was du da gestrichen hast, das kann ich also nicht. Nein, das kannst du nicht. Dazu sind deine Geschmacksknospen noch unterentwickelt. Genauso wie bei deinem derzeitigen Männergeschmack. Mit so einem barocken Tonnengewölbe wie Erm kann ich natürlich nicht konkurrieren. So ist es, aber ich muss so höllisch aufpassen. Ich nehme ja so leicht ab. Kannst du mir erklären, warum du ausgerechnet die Speisen, für die seine Metzgerei das Fleisch liefert, gestrichen hast? Eifersucht? Nein. Qualitätsmangel. Die Schweine, die ich verkaufe, sind qualitativ so hochwertig, dass sogar für Herzklappen in Frage kämen. Und so ein Herzklappen, mein Lieber, wärst du, wenn ich die so anschaue, bald dringend brauchen. Die Konsistenz von dem Fleisch ist schwammig, die Oberfläche schmierig, die Farbe grau bis olivgrün, die Struktur minderwertig und die Fettmarmorierung nicht entwickelt.
So grauselig ist ja noch nicht einmal die billigste Importware aus Polen. Bei dir, Moni, ist die Fontanelle auch noch nicht ganz zusammengewachsen, hä? Für die Ernährung und für die Haltung dieser Schweine ist einzig und allein das Kloster zuständig, nicht der Pauli. Geh mal, Mausi. Ich kann sonst meinen Charme nicht mehr halten. Das Gott, Herr Pauli, reg dich nicht auf. Ich mich aufregen. Bevor ich mich aufreg, ist mir lieber wurscht. So, und jetzt ziehst du eins von deinen sexy Kleidern an, weil jetzt geht's ab zum Mambo-Tanzen. Das machen wir. Ein bisschen steif in die Hüften ist er halt. Sag einmal, kosten du überhaupt irgendwas gescheit? Ja, ich tat da auch gern sagen, was, aber ich weiß nicht, ob dein Blutdruck das da packt. Seit wann kannst denn du Mambo? Seit die Valentina bei uns arbeitet, unsere kolumbianische Sous-Chefin. Ah, da schau her. Grüß dich, Daniela. Grüß dich, Max. Chef, Problem. Mir ist gerade eine Wulzau ins Auto gelaufen, direkt da vor der Kirche. Perfekt. Die verarbeitet meine Frau in der Klosterküche. Wenn du eins drauf hast, dann sind doch das Wildgerichte. Wildunfälle müssen gemeldet werden, gell? Wilderei, Fahrerflucht, kriminell sind wir also auch noch. Bei der Wulzau weiß ich wenigstens, was her ist. Was willst du denn damit sagen? Lass Gott sei, Pauli. Wir müssen mal. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Chef, mit der Staatskanzlei habe ich telefoniert, alles Roger. Wie meinst du Roger? Die kommen zum Essen daher. Die halten Erna Treffen bei Erna im Kloster ab. Ja, freilich. Ja, freilich, samt Sicherheitsdienst, Bodyguards und ein paar Schäferhunde. Das ist jetzt aber nicht der Ernst. Doch, weil die wollen endlich wieder ein kulinarisches Großereignis. Unser Landesvater hat gesagt, wenn Sie kochen, dann kann er gleich viel besser denken. Und die Nähe zu christlichen Gemeinschaften und Gebetsstätten hat seine Kreativität immer schon beflügelt, sagt er. Hast du da drüben schon mal in die Küche reingeschaut? Außer Kümmel und Knoblauch, kein Scheiß, wie soll ich da mit Aromen und Gewürzen jonglieren? Das geht doch gar nicht. Das bringe ich alles mit. Und dann erste Getränkekarten. Eierlikör, Klostergrachel und ein Bier, das keiner saufen kann. An eine kulinarisch hochwertige Weinbegleitung darf ich da gar nicht denken. Das bringe ich alles mit. Chef, wenn Sie da herin die Staatskanzlei bekochen, dann haben Sie gleichzeitig immer die Gloria im Blick. Hast du schon eine Idee? Was? Ja, wo willst du das noch geben? Was hast du überlegt? Ach, wegen der Gloria, Chef. Oh, meine Karten stehen da generell ganz, ganz schlecht. Ja, warum? Der Ministerpräsident. Hä? Der hat einen neuen Bodyguard. Und? Und den, wenn die Gloria sieht, dann flippt sie aus. Ehrlich? Gegen den bin ich jetzt Nichterl. Echt? Genau ihr Typ. Leider. Ja, und die anderen? Also Chef von denen ist bloß einer. Die anderen sind nur stark. Nein. Wir brauchen eine gescheite Auswahl. Weißt schon, so schöne, fesche, junge, knackige. Versuchung pur. Weißt schon? Weißer Kragen, schwarze Fliege und an die Hände nur so Mascherl und sonst fast nix. Testosteron pur! In der Staatskanzlei. Depp, das Mädel muss wieder auf den Geschmack kommen. Du erkundigst dich bei den renommiertesten Künstleragenturen nach einer hocherotischen sexy Männertanzgruppe. Mit Striptease und Gesang. Live, sowas wie die Chippendales. Und dann? Ja, dann engagierst du es. Die müssen so schnell wie möglich da aufschlagen. Stuckerer 20. Das wäre teuer, Chef. Ja, wir müssen aus allen Rohren schießen. Geballte verführerische Männlichkeit, egal was das kostet. Ah, gut. Weißt du, die sehen einen Auftritt-Healing, dass ihr schwindlig wird, dass ihr ihre Augen übergingen, dass sie wieder begreift, wie schön, elegant, großartig und sexy unsere Männerwelt gestaltet ist. Großartig, sexy, ja? Ich verlasse mich da auf die. Wenn die einer herbringt, Chef, dann bin ich das. Aha, wieso?
Wurscht. Sie kümmern sich um die Staatskanzlei und ich kümmere mich um schöne Männer. Und dann bringst du mir umgehend meine kompletten Kochutensilien. Alles. Wenn ich sage alles, meine ich alles. Nein! Weißt du was? Wir platzieren die Staatskanzlei draußen im Kreuzgang. Umsonst habe ich die nicht so sauber putzt. Hey, sind Sie immer noch da? Nein. Gut. Grüß Gott. Muffin. Und für die Frau Landtagspräsidentin besorgst du mir einen Strauß feinster zartrosa Rosen. Und Presse, Presse, Presse. Wen platzieren Sie im Kreuzgang? Und wieso zarte Rosen für die Ilse Aigner? Ladies, nächste Woche schlagt der Herrin das gesamte bayerische Kabinett auf. Zum Beten. Nichts zum Beten, zum Essen. Papa kocht auf. Da bei uns im Klosterstübel. Nix Klosterstübel. Ich richte einen Kreuzgang hier und zwar auf das Eleganteste. Es wird eine riesen Reklame für euer Kloster. Und jetzt, meine Damen, komme ich zum Glanzpunkt des Abends. Alles wird von euren selbstgezogenen Altarkerzen beleuchtet und von Nonnenhand serviert. Was? Niemals! Doch! Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das, was ihr und der liebe Gott am nötigsten braucht, das ist Werbung. Wisst ihr, wie scharf die Presse auf solchen Büdel ist? Was das für eine Außenwirkung hat, wenn leibhaftige Klosterschwestern in weißen, frisch gestärkten Schürzchen unseren Spitzenpolitikern im Lichte der selbstgezogenen Altarkerzen die Köstlichkeiten von einem Starkoch auftragen. Überregional. Weiße, frisch gestärkte Schürzchen, ja, freilich. In meiner Missionsstation in Tansania haben wir auch jedes Jahr ein Fest gemacht. Jumping with Maasai. Wir Nonnen sind alle mitgekupft. Das war sehr unterhaltsam. Da, bitte. Na, Papa, du spinnst. Euer Seminarhaus wird wieder gebucht werden. Euer Hofladen wird endlich wieder Umsatz machen. Das Missionsmuseum samt der schönen Krokodilgruppe wird wieder Zulauf bekommen. Geld wird fließen. Altarkerzen hätten wir gerade genug. Na, ich trau dir da nicht. Du führst irgendwas im Schilde. Euer Kloster wird in aller Munde sein. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja dann die ein oder andere junge Christin, die sich mit dem Gedanken trägt, in genau dieses Kloster einzutreten. Ich konnte das Ganze genauso gut bei deiner Mama drüben in der Klosterwirtschaft machen. Überhaupt kein Problem. Und für den perfekten Service hole ich mein erstklassiges Personal aus München. Die sind dann wenigstens fest, jung und freundlich. Ja, freundlich sind wir auch. Frage. Welches Bier täten die Herrschaften trinken? Bier? Bier. Ja. Ja? Das gute Klosterbier. Wir werden uns beraten. Chef, Chef, Problem. Mit der Staatskanzlei habe ich telefoniert, alles Roger, aber das Treffen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Diesmal ist keine Presse zugelassen. Was, keine Presse? Keine Journalisten, keine Fotografen, keine TV-Sender, nix, allerstrengste Geheimhaltung. Keine Ahnung, was die wieder aushecken. Das ist jetzt einmal richtig blöd. Es klappt, Sie können loslegen. So eine Reklame, hat die Schwester Maria gesagt, dürfen wir uns keinesfalls entgehen lassen. Nicht. Kein Wort zu die Klosterschwester. Sie hat sogar schon 3 Dosen Sprühstärke auf dem Einkaufszettel draufgeschrieben, damit unsere Schürzen eine perfekte Form haben, wenn wir schon mal ins Fernsehen kommen. Wunderbar. Chef, da war noch was. Was? Ich hab schon wieder was zusammengefahren. Liegt im Kofferraum draußen, diesmal war es ein Reh. Thank you.
auch schmecken. Das Rehragout musst du noch abschmecken. Hab ich schon. Und? Guck mal, Schirn. Genauso wie das Wildschweingulasch. Nichts zum Aussetzen. Und das Kochgewand von damals passt auch noch. Also ich muss sagen, einmal am Frei. Darf ich? Bei der 40. von Mozart gelingt mir meine Nachspeise immer noch am besten. Da kann kaum einer mithalten. Keiner. Hm? One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Wollen wir wieder Mambo-Kurs? Jeden Dienstag. Mit deiner hormonellen Zweckgemeinschaft. Genau. Chef, Chef, das ist alles klar. Ich bin wirklich einiges gewohnt von unseren Politikern, aber dass die dieses Klosterbier saufen, ohne das Speien, das macht mich fertig. Auffüllen, es ist noch genug da. Chef, das ist ja unser Nobelsud. Ja. Und das da, das sind die Etiketten von der Klosterbrauerei. Die Babs drauf, ich hab noch nicht alle geschafft, aber nicht erwischen lassen. Mit, mit, mit! Ja, wie weit bist du denn schon mit deiner Boygruppe? Mit was? Mit den Chippendales Testosteronmassig. Weiß man schon was? Hast du schon engagiert? Kann man schon was sagen? Chef, ist doch gar nicht so einfach, wie ich gedacht hab. Es brisiert. Nach der Professur nutzen wir die nix mehr. Chef, ich krieg das schon. Ich bin schon ganz, ganz nah dran. Und wir noch? Mit zwei von denen war ich schon in der Sauna. Ofen. Hast du noch was übrig gelassen? Ein bisschen. Die Förmchen ins Wasserbad und kurz überbacken. Jawohl. Ach. Die Frau Landtagspräsidentin höchstpersönlich lässt sich allerherzlich für die schönen Rosen bedanken. Haben Sie ihr gefallen? Wie kommt sie zu der Ehre? Wer die Ilse Aigner nicht mag, hat kein Talent für Zuneigung. Der Aiwanger braucht einen Ketchup. Was braucht ihr? Und er lässt fragen, ob ihr nicht was Traditionelles, Einheimisches habt, was Hiesiges. Nicht aber nur so das Hochgestochene. Eine Pizza, sagt er, oder ein Döner. Wenn einer 20 Jahre lang 80% seiner Ernährung in einem Bierzeit bestreit, vertragt man keine Weltcuisine. Aber das Dressing, sagt er, war hervorragend. Das was? Salatsauce. Weiter zum Wichtigsten. Wo sitzen die Bodyguards? Die stehen unauffällig umeinander. Ja, und der Schini? Der steht beim Katzentisch an der Gruft. Schorschi heißt der. Mama soll dir einen Gruß aus der Küche geben und die bringst dann an Schorschi. Welchem Schorschi? Der Bodyguard, der bei der Gruft steht. Ach, der Feschi? Genau der. Die anderen kriegen nix? Die Schäferhund darfst der Wassi bringen.
Ministerpräsident möchte mit einer reden. Ja, später. Und wenn er mal wieder mit seinem Verdienstorden kommt, sagen Sie ihm gleich, gibt's keinen Rabatt. Ja, mein Bier geht weg wie blöd. Also die Staatskanzlei, wenn eines hat, dann ist das Geschmack. Schmeckt geradezu göttlich. Ja, hervorragend ist das. Wenn Sie derweil schon mal das Eis holen, Schwester Maria. Ja. In der Küche. Ja. Das ist ein ganz netter. Ui, für wen ist denn der? Für den Fashion Bodyguard. Ah, der bei der Gruft steht. Genau der. Frag doch einmal, ob er mein Bier schon probiert hat. Wo ist denn eigentlich die Presse? Die Presse? Ja, also ohne die Presse hat ja diese Veranstaltung überhaupt keinen Sinn. Zumindest nicht für uns. Ist noch keiner da von denen? Nein, keine Journalisten, keine Kameras. Nicht einmal der BR ist bis jetzt aufgetaucht. Also spätestens zum Dessert sind die alle da. Gut. Dessert kann marschieren. Alle Abmarsch in die Küche. Und jetzt zeigen wir mal den Herrschaften, was wir drauf haben. Aufstellen zur Parade! Und Max, du sorgst für die musikalische Untermalung. Was bringt man heute? Der Landesvater mag's traditionell kitschig. Bereit? Ja! Trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Whiskey? Whiskey? Vom Ministerpräsidenten persönlich. Also, dein Rehragu. Ich habe in meinem Leben noch kein Besseres probiert. Danke. Wir haben es halt immer noch drauf, wir zwei. He? Schaut ganz so aus. So wie früher.
Wie alles noch so schön war mit uns. Jetzt müssen wir bloß noch unser Dirndl auf den richtigen Weg bringen. Andreas. Ich darf mir halt wünschen, dass es bei mir einsteigt. Dass es mich unterstützt, dass irgendwann mein Betrieb übernimmt. Dass es einen Spitzenkoch heiratet. Meiner Verzweiflung war mir sogar der Max recht. Oder ein kochender Leibwächter. Das ist doch mein Lebenswerk. Was das alles wert, Andreas? Hat's dir Glück gebracht? Glück? Für was habe ich mich krumm und schief gehabt, wenn es danach nicht weitergeht? Für was habe ich die ganzen Opfer gebracht? Auch im Privaten? Nicht nur du, ich auch. Ah, ich weiß schon, Daniela. Du auch. So. Und das erklärst du mir jetzt. Was? Kein Wort zur Schwester Maria. Die tanzt sowieso gerade mit dem Schorschi. Und das mit der Presseübereignung, oder? Zu dem Treffen da draußen sind nämlich gar keine Journalisten zugelassen. Kein einziger. Alles Lüge, Lüge, Lüge. Wie immer bei dir. Ich darf das. Also ich bin der Wahrheit nicht verpflichtet. Also berufsmäßig gesehen. Ja, aber ich. Gloria! Du wirst doch deinen eigenen Vater nicht ans Messer liefern. Du sollst Vati und Mutti ehren, auf das dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Paragraph Nummer 4. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich nur so gut tanzen kann. Ich hab nichts verlernt, gar nicht. Jetzt gehen wir her, der Kim. Jetzt sind wir zu charmig. 1, 2, 3, klar, 4, klar, 1, 2, 3, klar, 1, 2, 3, 9, 10, 12, klar, 1, 2, 3, einen Wurstkessel zu essen. Hab ich mir's doch gedacht. Herr Andreas, ich habe jetzt da doch einmal ein paar Fragen. An mich? An Sie. Ich höre. Unsere Politiker haben doch gestern jede Menge Bier getrunken, stimmt's? Jede Menge. Also wenn ich jetzt keine Nonne wäre, könnte man fast sagen, gesoffen haben's wie die Vorkutscher. Haben's. So, jetzt habe ich gerade Inventur gemacht und es sind noch genauso viele volle Bierflaschen vorhanden wie vor dem Fest. Wie ist denn sowas möglich? Ja, da haben sie ja noch halt einfach verzeiht. Das gibt's bei mir nicht. Max, Problem. Schauen's, Schwester Maria, im christlichen Umfeld, da gibt's ja häufiger so Vermehrungen. Von Brot, Wein, Fischen, alles niedergeschrieben in diesem Büchel da. Ne? Im Buch der Bücher, da lesen Sie mal rein, ganz hinten irgendwo. Ja. Sie zeigen mir jetzt einmal Ihre Abrechnungen, da muss ja jeder Artikel einzeln aufgeführt sein. Ich verstehe das alles nicht. So. Jetzt schauen wir mal. Also. Ab nächster Woche ist unser Seminarhaus wieder fast ausgebucht. Ja, ist das nicht wunderbar? Wir brauchen noch ein paar Kopfkissen. Stellt euch vor, in der Bücherei sind die Rosenkränze ausverkauft und der süffige Whisky von der Schwester Maria. Andachtsbilder sind auch fast keine mehr da, nicht einmal mehr die Vergilbten. Ja, aber wie gibt's denn das alles? Wir haben doch keine Presse gehabt, keine Journalisten, keine Kameras, nix. Von diesen Herrschaften ist ja aus bisher noch ungeklärten Gründen kein einziger aufgetaucht. Und am Nachmittag habe ich wieder 2 Führungen im Missionsmuseum, drunter bei meiner Krokodilgruppe. Da haben wir, oder? Aber wo kommen denn die ganzen Leute auf einmal her? Ich verstehe es nicht, da stimmt doch was nicht. Da ist doch was faul. Und ich brauche jetzt eine Kopfwehtablette. Ach, geht's.
Danke. So. Geh, Max, sei so gut. Kannst du mir zwei, drei Pfannen da lassen und den großen Bräter? Gern, musst aber erst den Chef fragen. Die Daniela bekommt von mir alles, was sie will. Jede Pfanne der Welt, samt Fleischgabel und Bratenbinder. Danke. Ist an mir irgendwas vorbeigelaufen mit euch zwei? Geh, was willst du mit dem? Den hat sie schon mal retour gelassen. Aber was zwischen den beiden knistert, ist morgen schon mehr verwirrt Chips-Tüten. Für was brauchen Sie denn den großen Bräter und die vielen Pfannen? Mit denen hat es ja früher schon so gern gearbeitet, gell? Ja, ich habe Reservierungen aus München. Das Klosterstüberl ist fast ausgebucht. Alle fragen Sie nach dem Kreuzgangmenü. Brauchst du nur eine Wildsau oder ein Reh? Musst du es nur sonst Auto in Stadtplan? Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wieso haben wir auf einmal so einen Zulauf? Weil die Schwester Maria nicht nur wie keine andere Klosterschwester einen fetzigen Rock'n'Roll voll Lebensfreude, Energie und Lebendigkeit beherrscht, sondern auch einen geradezu mitreißenden Überschlag. Was ist los? Ach du lieber Gott. Das, wenn der Bischof sich Kinder mir zusperren. Ja, und da ortet die Schwester Scholastica die übrig gebliebenen noch brennenden Wunderkerzen von der Nachspeise im Weihwasserkessel an. Das gefällt die Leute. Das war nur, weil ich den Whisky nicht vertragen habe, da wäre ich immer so albern. Ist das auch schon im Social Media? Ja, logisch. Ja, das ist eine Katastrophe. Ach, Katastrophe, meine Damen. Ihr habt eine Bombenpresse, Likes ohne Ende. Ja, aber wie kommt denn das da rein? Wer hat denn das ins Netz gestellt? Die Burschen von der Dorffeuerwehr. Mit dem bisschen Löschen waren sie ja gleich fertig. Die haben sich riesig gefreut über die ganzen Promis. Ja? Schaut, und da noch was Schönes. Ein Selfie von mir mit dem angesenkten Schäferhund vom Ministerpräsidenten, seinem Bodyguard. Und dahinter ganz klar der Aiwanger und der Söder, Arm in Arm. Scharf, he? Also ich finde, mehrer Bayern kriegst auf ein Foto gar nicht drauf. Die Feuerwehr war noch nicht da, wie ich tanzt hab. Also wie können die mich filmen? Der Überschlag, das war ich. Also das habe ich mit meinem Telefon aufgenommen. Bitte nicht böse sein, Schwester Maria. Ich hab da nicht widerstehen können. Also, sowas siehst du doch auch nicht alle Tag. Vor allem nicht der Bischof. Sag mal, was du da angekriegt hast, du Gläufe. Du, das kann unser ganzes Kloster gefährden. Das wird jetzt sofort gelöscht. Sofort! Ja, logisch, Zimtsternchen. Sieh. Fix! Entschuldigung. So, ehrwürdige Schwestern, und jetzt schaut's einmal her. So ungefähr stelle ich mir meine neue Wurstkuchel vor. Heißtheke, Kühltheke, Fleischerei, Auslage, Beleuchtung, neuer Wurstkessel. 65.000 Euro. Ja, die Herren von der Versicherung, die sind ja schon draußen. Die übernehmen sicher einen Teil. Dann habe ich gute Beziehungen zum Küchenhersteller, da geht sicher auch ein bisschen was. Und der Rest, bin ja schließlich nur der Pächter. Also so viel Geld haben wir nicht. Ja, das ist ja inklusive Planung und Beratung. Ja, als Edelstahl. Die alten Fliesen, die müssen runter. Die Rohre müssen neu verlegt werden. Das ist ein Totalschaden. Mausi, fürchte, die nächsten Tage, da werde ich bei dir schlafen müssen. Bei mir, da stinkt es ja schon bis in die Wohnung. So hat doch alles noch sein Gutes. Ich darf sagen, jetzt interessiert uns doch erst einmal vorrangig, wie es überhaupt zu dieser Explosion hat kommen können. Haben Sie da vielleicht eine Idee? Mei, der laute Knall, die starke Rauchentwicklung, die thermische Ablaufsicherung wird es da bräselt haben. Vielleicht hat er auch ein bisschen viel Holz auf einmal eingeschürt. Dann erklären Sie uns doch bitte schön einmal Ihre Holzabrechnung. Die interessiert mich nämlich schon lang. Wieso?
Sie haben bis vor 3 Jahren haben Sie vom Kloster jedes Jahr zwischen 15 und 20 Stier Brennholz abgekauft. In den letzten 3 Jahren keinen einzigen Scheitel mehr. Mit welchem Holz haben Sie da die ganze Zeit geheizt? Wir stellen eh um auf elektrisch, da braucht es gar Holz mehr. Ja, und das Geld für unsere letzten Waldschweine haben wir auch noch nicht. Ja, das habe ich dabei, gut, dass wir daran erinnern. Besonders viel ist diesmal nicht. Die Zeiten sind härter geworden und der Markt gibt im Moment nicht mehr daher. Das ist aber arg wenig. Für 35 Stück erstklassige Bio-Waldschweine. Ja, die Zeiten sind hart und wir sind's auch. Der Preis für Biofleisch ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Ja? Was redet denn er überhaupt mit? Darf der das? Der Herr Andreas kümmert sich zurzeit um unsere Finanzen. Wisst ihr überhaupt, was ich für Unkosten hab? Hä? Anlieferung, Schlachtung, Zerlegen, Portionieren, Ausliefern, Benzinkosten, Fahrzeugkosten. Ja, und dann auch noch die Kirchensteuer. Ja, und das Buchenholz zum Anheizen vom Wurstkessel kostet bestimmt auch Stangengeld. Wo haben Sie denn das Holz hergehabt? Ich weiß ja gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wie wir das alles finanziell noch stemmen sollen. Ich meine, da kann man schon einmal... Ich gehe ja sogar in die Arbeit, wenn ich krank bin. Früher, da bin ich gesund daheim geblieben. Und, aber da habe ich ja nicht einmal mehr einen Mama-Kachelofen. Kollateralschaden. Auf uns jedenfalls können Sie immer zählen, Herr Thalhammer. Wir lassen Sie nicht im Stich. Bravo! Wieso bravo? Die Kunst am Bescheißen ist, wenn der Betrogene die Reibewärme, die beim über den Tisch ziehen entsteht, als Nestwärme empfindet. Vielleicht haben wir aber auch ein bisschen zu viel Pulver in die Scheitel rein. Was für ein Pulver? Wo habt ihr was für ein Pulver reingefüllt? Das erkläre ich Ihnen dann beim Abendgebet. Nein. Das erfahre ich jetzt. Ich habe nämlich ohnehin das Gefühl, dass in unserer kirchlichen Gemeinschaft in letzter Zeit so einiges an mir vorbeilauft. Ich verlange Klarheit. Welches Pulver? Und welche Scheiteln? Wir wissen jetzt mit mehr als 100%iger Sicherheit, wer das Brennholz vom Kloster krampft. Wer? Er? Aber Schwester Scholastica, wie könntest du denn nur sowas von mir denken? Weil wir Beweise haben. Welche Beweise? Wie gesagt, nach dem Abendgebet. Nichts Abendgebet! Jetzt! Das ist nur passiert, weil wir nur so viel Schießpulver auf Lager haben, drunt im Missionsmuseum. Es sind allerweil noch 5,5 Dosen da. Ja, weiter! Naja, das haben wir dann fein säuberlich ins Brennholz reingefüllt, nachdem der Herr Andreas in jedes Scheitel mit der Bohrmaschine am Arzt zum Loch reingebohrt hat. Und die Schwester Gloria hat es dann wieder zurückgelegt ins Depot. Wir wollten doch endlich einmal wissen, wer alle bei unser Holz krampfelt. Und wie es dann geschäbert hat gestern Abend, haben wir es dann gewusst. Er, der sensible Herr Metzgermeister. Aber das ist ja furchtbar. Wo wir schon so viele Jahre so eng zusammenarbeiten, wie soll mir denn da jemals wieder Vertrauen kriegen? Ja, bei einem Scheitel haben wir vielleicht ein bisschen zu früh erwischt von dem Schießpulver. Aber die anderen waren super. Tak, 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 wie die Kinderböller im Fasten. Was macht man jetzt? Anzeigen. Verhaften. Wir können doch so einen langjährigen Mitarbeiter nicht anzeigen. Jetzt sagen Sie halt auch mal was. Anzeigen. Verhaften, genau. Das machen wir. Und zwar ich. Ich werde euch anzeigen. Ich lasse euch verhaften. Das war ein Mordanschlag. Sag mal, spinnst du jetzt? Das gibt eine Schlagzeile. Attentat auf Metzger. Sternekoch jagt in Zusammenarbeit mit Nonnen Metzgerei in die Luft. Die
bring ich ins Gefängnis. Das darfst du mir glauben. Ich, der Talhammer Pauli, ja, bring den berühmten Schwabinger Spitzenkoch, den Liebling der feinen Gesellschaft, zur Strecke. Und euch auch. Also wenn er das macht, dann sind wir verloren, dann können wir zusperren. Ausgerechnet jetzt, wo es mit dem Bierumsatz so gut läuft. Der liebe Gott, der wird uns beschützen und richtig leiten. Ja, Madl, nach Papua-Neuguinea. Der Bischof, der wartet doch bloß drauf, bis unser Fehler passiert und er uns endlich versetzen kann. Der ist doch schon ganz scharf auf unser Kloster. Ja, und dann kriegen wir Fleckfieber, Polio, Filariose, japanische Enzephalitis, Malaria. Ja, und dagegen gibt's Impfungen. Aber gegen Kannibalismus nicht. Und auch nicht gegen gewalttätige, rivalisierende Stammesgruppen. Da sind wir nämlich dann mittendrin. Also, liebe Schwestern, wo bleibt eigentlich euer Gottvertrauen? Ja, vielleicht führen mich die Wege des Herrn wegen der Schießpulverattacke direkt ins Gefängnis. Gibt's für Nonnen überhaupt Zuchthäuser? Ihr müsst nicht nach Papua-Neuguinea und ins Gefängnis erst recht nicht. Das war meine Idee, mein Geschäftsmodell. Das nehme ich alles auf meine Kappen. Aber ich hab's doch eingefüllt, das Pulver, in mindestens 10 Scheiteln. Ja, das Schießpulver war doch aus unserem Missionsmuseum. Ja, aber die Schwester Scholastika kann sich doch auf ihr Alter berufen. Unzurechnungsfähigkeit, ja. Demenz. Ja. Nix Demenz, ich mach bei der Nonnenstudie mit. Mein Gehirn steht unter wissenschaftlicher medizinischer Beobachtung. Das funktioniert mehr wie einwandfrei, leider. Siehst du, was du angekriegt hast? Es war alles so schön und friedlich, bis du auftaucht bist. Seit du da bist, haben wir nur Ärger im Haus. Samt Feuerwehr, kompromittierende Filme im Internet, jetzt dann auch die Polizei. Papa, bitte, geh wieder heim und lass uns in Frieden. Verlass endlich unser Kloster. Nicht ohne meine Tochter. Die Schwester Gloria hat recht. Sie haben alles verspielt, alles. Sie packen jetzt ihre Sachen und dann ab. Den Schlüssel können Sie an der Pforte abgeben. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Nein, bitte nicht. Ich gelobe Besserung. Bitte, 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 bitte. Bin ab jetzt brav wie ein Lämmlein. Hauptsache, ihr müsst nicht nach Papua-Neuguinea. Das ist nämlich eines der gefährlichsten Länder der Welt. Glaub mir's, du in Papua-Neuguinea, das darf ich nicht überleben. Entschuldigung. Chef, es war jetzt soweit. Was ist denn? Die Burschen sind da. Welche Burschen? Um Gottes Willen. Ein Riesenglück, dass die überhaupt Zeit gehabt haben. Denen ist ein Termin ausgefallen, sonst sind die über Wochen ausgebucht. Geballte Sinnlichkeit, Testosteron pur, wie sie es bestellt haben. Na, die müssen sofort weg, schick's heim, schmeißen aus. Die brechen mir endgültig das Gack. Die ziehen sich schon um in der Abteikirche. Canceln, sofort canceln. Ich kann mir da herin nicht einmal mehr den kleinsten Ausrutscher erlauben. Wieso denn nicht? Rivalisierende Stammesgruppen in Papua-Neuguinea, Raubüberfall, Mord und Totschlag. Bitte schick's heim, bitte. Was meint er mit geballter Sinnlichkeit? Für so einen Auftritt sind die Damen nicht in der passenden Stimmung. Für was sind wir nicht in der passenden Stimmung? Wer zeigt sie um? Die Tanzgruppen. Wer hat Tanzgruppen? Das ist ein Geschenk von deinem Papa. Ein Geschenk in unserer Abtei. Bitte bleibt da. Es ist nur zu eurem Besten. Chef, das ist jetzt alles schon Zeug. Die Burm sind total heiß. Ich konnte jetzt nicht mehr einbremsen. Das wird ja immer spannender. Ich möchte gar nicht wissen, was du dir da wieder geleistet hast. Ja, aber das war doch alles noch vor meinem Versprechen. Du, der Pauli telefoniert gerade mit der Edstraßen. Er macht eine Anzeige. Er sagt, du wolltest ihn umbringen. Ja, aber leider habe ich nicht erwischt, dein Pauli. Irgendwie geht mir in der letzten Zeit einfach alles schief. Was noch? Ist eine Scheizung bei dir? Er riecht gerade seine Sachen zusammen. Es stinkt ja alles nach Rauch.
Ich hab schon die dritte Wäsche in der Maschine. Was ist denn passiert? Dass unsere Tochter jetzt so ein Dickschädel sein muss. Sie geht stur ihren Weg, wie der Papa. Du wolltest doch auch immer alles oder nichts. Manchmal denke ich mir, nichts wäre gescheiter gewesen. Geh bitte. Was das denn du ohne dein Sternelokal? Ohne deine Promis, ohne deine Hightech-Küche, deine Spitzenprodukte? Wenn du keinen Kochlöffel in der Hand hast, dann bist du doch nicht zum Aushalten. Was tat's denn du ohne das alles? Ohne das alles, da brauche ich zumindest schon mal weniger Tabletten. Das ganz bestimmt. Daniela? Was? Ich war gern mit dir verheiratet. Da habe ich wenig gemerkt davon. Und du? Was ich? Warst du auch gern mit mir verheiratet? Ich muss zum Wäscheaufhänger. Chef! Im Kasten, dritte Schublade links. Was? Riechsalz für die Klosterschwestern. Wieso Riechsalz? Ja, die liegen ja wahrscheinlich alle schon ohnmächtig im Chorgestühl umeinander. Nein, die Schwester Scholastica unterhält sich gerade bestens mit dem Jerome. Was? Und die Schwester Maria hat die ganze Gruppe für nach dem Auftritt einen Kreuzgang eingeladen auf ein halbe Klosterbier. Haben Sie noch so Etiketten? Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Die ehrwürdigen Damen können es kaum erwarten, bis die Herren endlich auftreten. Na. Und das Fräulein Tochter unterhält sich gerade angeregt mit dem Giovanni. Sehr angeregt. Oder war so? Ja, sei Arbeitsgewand halt, ne? Also nackert bis auf Wascherl und Manschetten. Diesbezüglich darf ich mir nicht zu viele Hoffnungen machen, Chef. Der Giovanni, das ist eins von meinen Spatzeln. Und wie verstehe ich das jetzt, eins von deinen Spatzeln? Der Jerome übrigens auch, der ist für angehender Ballettmeister. Ballettmeister? Und der Giovanni ist Starfriseur für Männer. Nassrasur klassisch, Barttrimmen mit Konturrasur, Ohr- und Gesichtshaarentfernung vom Feinsten. Könnte es sein, dass die jetzt, sagen wir mal, nicht so direkt interessiert sind an Frauen? Die haben an Frauen ein gesundes Maß an Desinteresse, ja. Sind die... Schwul! Logisch. Ich feier auch, Chef. Du auch? Ja, was machst du denn? Chef, ein Mo weiß immer noch am besten, was ein Mo gut tut. Max, wieso denn das? Die Welt ist voller wunderbarer Frauen und du angelst einen Giovanni oder einen Jerome. Ein guter Schwimmer, Chef, der kennt beide Ufer. Es kommen's. Sind das sind ja Schuhplattler. Schwuplattler, Chef. Die Schwuplattler sind das. Die beste Queerplattlergruppe aus ganz Bayern. Also das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Beim letzten Maibaumfest von denen war ich die Stangerlkönigin. Thank you.
Die sind fast so schön gekupft wie meine Masai damals in Kenia. Danke, Papa. Nehmt sie das Abschiedsgeschenk. Weil so wie es ausschaut, sitzt sie sowieso bei dem Gefängnis. Gib mir sofort meinen Schweinskopf zurück! Der Schweinskopf! Der bleibt da! Gib mir her! Das ist Diebstahl! In meiner Schachterei hast du nichts verloren! Und ihr übrigens auch nicht! Das wird dir jetzt auch nichts mehr nutzen! Also, so weit kann es mit eurer Liebe ja nimmer her sein, wenn ihr jetzt schon meinen Schweinskopf streitet. Aber für dich rückt ein Gefängnisaufenthalt in weite Ferne. Wegen zwei chippte Schweinshorn. Schau's mal genauer hier. Das ist ja die Kennzeichnung von... Das ist auf jeden Fall keins von unseren Waldschweine. Die haben ganz andere Köpfe. Das ist Ramschware aus den Niederlanden. Ich habe es gewusst. Aber wie kommt denn das in seine Schlachterei? Der Herr Pauli, der schlachtet doch ausschließlich unsere Waldschweine. Ja, das schon, aber nach der Schlachtung tauscht ihr eure Waldschweine gegen minderwertige Billigware aus. Und die kriegt es dann ihr. Und das da eine Bio-Spitzenfleisch. Das verkauft ihr für viel Geld an andere. Und den Gewinn, den streicht sie ihr ein. Gell? Ist das wahr? Wie gesagt, die Zeiten sind hart. Hoffentlich klangt der Gewinn für einen gescheiten Anwalt. Weil für Produktfälschung bzw. Kennzeichnungsverletzung gibt es zwischen 3 Monaten und 5 Jahren. Oder war das sehr schlimm für dich? Du rufst jetzt sofort in der Edstraße an und nimmst deine Anzeige gegen ihn zurück. Sofort! Und dann holt der Herr Pauli seine feuchte Wäsche bei mir ab und verschwindet aus meinem Leben, und zwar noch bevor sie trocken ist. So, und den Schweinskopf nehmen wir in der Zwischenzeit in Gewahrsam als Corpus Delicti. Den frieren wir ein. Und die Ohrwascheln auch. So. Danke. Ah, ich hab da noch was für dich. Das soll ich dir geben. Von unserer Tochter. Was ist das? Gescheiter, du setzt die hier. Die Einladung zur Profess. Die zieht das durch, die zieht das wirklich durch. Arg schlimm. Ja, wenn die so weitermacht, bringt sie es noch zum Erzbischof von München und Freising. Vielleicht ist das ja wirklich der richtige Weg für sie. Das Leben da im Kloster. Mit den Schwestern, mit dem Glauben. Vielleicht ist sie da ja wirklich am richtigen Platz. Es könnte doch sein. Vielleicht. Wir werden es akzeptieren müssen, Andreas. Ja, Feili, das habe ich in der Zwischenzeit auch kapiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Logisch, Kimi. Und du? Wie geht's jetzt mit dir weiter? Mit mir? Ich habe mir gedacht, wenn der
Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt halt der Berg zum Prophet. Wie meinst du das, Papa? Ich werde mir bei euch da draußen eine kleine Wohnung nehmen. Und vielleicht kümmere ich mich noch eine Zeit lang um die wirtschaftlichen Belange von dem Kloster. Also, weil der Whisky, der gehört ja unbedingt vermarktet. Und das Bierproblem ist auch noch nicht wirklich gelöst. Und dann? Und dann? Möglicherweise kann ich ja deiner Mama ein bisschen zur Hand gehen. Mit Rezeptideen, Tipps und Tricks und so. Was meinst du? Möglicherweise. Dann sind wir jetzt wieder benannt, wir drei. So wie früher. Bloß viel schöner, friedlicher, beschaulicher. Man kann fast sagen, klösterlich. Ah, ah. Oh. Und wenn du dir das irgendwann anders überlegen sollst, also wenn was ist, wahrheit, dann sind wir da, stimmt's? Sind wir. Was soll denn sein? Es hat einmal eine Nonne gegeben in Innsbruck, die Schwester Clotilde. Die war 14 Jahre im Kloster. Und dann hat sie einen feschen Maurermeister kennengelernt. Und bereits feiert sie, waren sie verheiratet. Jetzt haben sie schon das vierte Kind. Mein vierte gleich? Schön. Ach du lieber Gott.